Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück bei Schreien nach Freiheit. Beziehungsweise Freedom Cry, ihr wisst schon, worum es geht. Wir müssen mal wieder einen Hafenmeister belauschen. Darauf habe ich ja gerade so viel Bock. Die Belauschmissionen sind ja bei Assassin's Creed ein Augenschmaus. Nein, ein Hörschmaus. Nein, ich hasse diese Mission. Also ich finde diese Belauschmission sowas von zum Kotzen. Das reicht, wenn man nicht weiß, wo man hier lang gehen soll. Ah, hier lang. Ach du Scheiße. Ja. Na toll. Wenn ich jetzt hier rüber laufe, entdecken die mich? Wenn ich jetzt hier hochgehe, entdeckt der mich? Ja, super. Moin, moin. Ja. Natürlich haben sie irgendwelche mitgegrillt. Hä? Versteht mal einer Assassin's Creed? Wo haben die mich denn bitte schon gesehen? Ich weiß es nicht. Ach so, hätte ich auch hochgekonnt. Aber irgendwie wollte er gerade nicht. Nein, du sollst da. Na. Ich hasse es. Gut, dass es in Unity geändert wird. Hat er keine. Also, man hatte jetzt eine Springtaste in Unity. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Gouverneur de Fayette erwartet, dass Monsieur Gaudins geodätische Expedition mit allem ausgestattet wird, was er verlangt. Die erste Anfrage ist eher ungewöhnlich. Monsieur Gaudin wünscht aus Gründen der wissenschaftlichen Dokumentation drei schreibkundige Sklaven. Woher sollen Sie das können? Der Code Noir verbietet. Vielleicht gibt es so einen Arbeiter unter euren Haussklaven. Ihr könntet es ihm persönlich mitteilen. Es wird gut belohnt. Und was sollen Sie tun? Notizen machen, schätze ich. Kann denn keiner der Forscher Notizen machen? Nicht, wenn Sie gleichzeitig Instrumente bedienen müssen. Okay, das war's, hoffentlich. Oder auch nicht. Ladezeiten. Untersuchung abgeschlossen, 0 von 5. Ach nein. Oh nö. Das heißt jetzt 5 Belauschmissionen? Hoffentlich nicht, da ich gar keinen Bock drauf. 5 Stücke Tee zu machen. Weil die Belauschmission sieht nicht gerade so prickelnd. Man. Die regen einen mehr auf als die zur Unterhaltung beitragen. Na, ich hoffe. Komm mal her. Ja, du. Dickerchen, komm mal her. Oh. Oh oh. Gut. Der schläft nur. Das dieser Beutel muss wichtig sein. Ach so. Ja, toll. Ich schwimme jetzt nicht daher. Da wäre ich ja nass. Ach, Mann. Was man alles tut für so einen Beutel. Was auch immer da drin ist. Habe ich jetzt endlich. Ehrlich? Der trinkt doch jetzt da drin. Na egal. Lass mir. Spanien hier. Besteht darauf, dass die Expedition auf ein spanisches Schiff wartet. Doch wir sind Verbündete. Kann man sie nicht überzeugen, einem französischen Schiff die Durchfahrt zu erlauben? Für die Wissenschaft? Wir tolerieren ja auch die spanischen Reisebegleiter. Unterzeichnet Louis Gaudin. Ihm sind die Gefahren dieser Reise nicht bewusst. Wir machen einfach weiter. Weißt du, was mit Viechern passiert, die nicht gehorchen? Au, au. Ja. Jetzt bewegt euch! Ja, lass mich einfach in Ruhe. Ich will hier doch einfach nur weg. Scheiße. Was? Ach nein! Mann, ich will jetzt gar nicht kämpfen. Aua. Ihr stirbt doch eh alle.
weil die Kämpfe einfach viel zu leicht sind. Aua. Mann, hör doch auf jetzt. Endlich ist er platt. Jetzt kommst du dran. Geht doch. Befreien wir euch mal eben hier. Ja, ja, komm. Ich danke euch. Keine Ursache. Bla 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 bla. Dann befreien wir euch zwei hier noch. Zack. Vertrauen in dich. Ach, warum wollt ihr denn unbedingt sterben? Das ist echt langweilig. Schade, bei Assassin's Creed 2 werden sie abgehauen. Glaube ich. Oder nee, das war nur mal den hier. So einen hier killt, ne? Dann hauen die ab. Aber hier ja auch nicht mehr. Autsch. Reicht jetzt mal endlich. Ich hoffe doch. 1 von 5, mindestens 3 der 5 Untersuchungen über Kordon abschließen. Okay. Also brauche ich doch nur 3 machen. Hoffe ich. Wahrscheinlich muss man die anderen beiden dann irgendwann nachholen. Und das Spiel ist das ja irgendwie so üblich hier bei dem DLC. Dass man erst eine Sache macht und dann die anderen. Ja, toll. Darf ich hier überhaupt rein? Ja, darf ich. Ich kann nicht gehen. Bitte lasst mich nicht zurück. Ja, ich bin doch gar nicht hier. Och man, ihr könnt mich auch nicht einmal in Ruhe lassen, ne? Ihr seid, glaube ich, Todes. Wie heißt das? Ach, keine Ahnung, egal. Stirb einfach. Ihr wollt es ja nicht anders. Ihr wollt ja unbedingt anscheinend sterben. Weiß der Geier warum? Oh, das haben sie mich schon doch nicht gesehen. Haut ab, genau, geht da lang. Schön. Aber warum muss ich denn da hin? Vor mir hat doch gar nichts gemacht und oh oh. Nicht hier reinstechen, bitte. Danke. Einfach vorbeilaufen. Es ist so ein Heuhaufen, da ist nichts drin. Ja, komm, lauf einfach weiter. Nein, komm nicht zurück. Kann ich mit aufhören? Gut. Zum Lauf könnt ihr mir suchen. Jetzt kann ich hoffentlich hier weitergehen. Och. Och, nö. Warum kommen jetzt hier so viele? Eine Pistole oder so? Ach, da oben ist einer. Da. Dann töten wir ihn schnell. Mein Gott. Könnt mal aufhören jetzt. Der nächste bitte. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Die Kämpfe sind einfach so langweilig. Ja, man macht. Außer sowas, das ist natürlich cool anzusehen. Aber sind echt zu einfach. Wahrscheinlich meckert jeder bei Unity rum. Die Kämpfe sind zu schwer. Ich denke mal, die meisten werden eh bei Unity rummeckern. Weil es. Ja, denken wir, weil es ein Reboot ist der Serie und.
Jahren für die Ausübung gewerblichen Handels bestraft wurden. Das gestohlene Zucker... Was soll ich jetzt hier machen, bitte? Achso, hier waren bestimmt zwei Typen, oder was? Okay. Familienmitglied, Fremder oder Freund wird aufgefordert, die Das ging ja leicht. Siehst du wie ein Brief vorne, oder? Sobald der Umfang der Erde bekannt ist, können wir viel präziser navigieren und die Position des Feindes besser vorhersagen. Wir brauchen weniger Schiffe, weil wir weniger Schiffe verlieren. Unsere Kanonen zielen besser. Und wirtschaftlich, nun, ihr kennt die Lage mit den Piraten- und Sklavenschiffen. Wir können all dem ein Ende setzen, wenn wir diese Expedition unterstützen. Unterzeichnet Gouverneur de Fayet. Da steht eine Menge auf dem Spiel. Oh ja. Und wir kommen noch auf der Schliche. Schätze ich mal. Aber ich bin echt mal gespannt bei Rook wieder auf ihm hier zu treffen. Auf Ade. Adewale, wie auch immer. Adewale. Komischer Name halt. Aber ich schätze mal, dass so als erster Assassinen-Gegner wird wahrscheinlich bei Rook Adewale sein. Weil es einfach von der Zeit her passt. Direkt nach Edward. Edward gibt es ja wahrscheinlich. Man weiß ja auch nicht so ganz. Ne? Kommt Edward nochmal vor oder nicht? Ich schätze eher auch nicht. Aber wer weiß. Im Kito-Territorium werden die Berge und Ebenen unsere Triangulationen begünstigen. Unsere Messungen werden uns die exakte Form der Erde offenbaren. Ach, da sind sie. Da hocken sie. Oval oder Kugel? Hm, das ist die Frage. Mit diesem Wissen erlangen Frankreich und Spanien das Privileg der präzisen Navigation. Wäre das nicht ein zu großer Vorteil für Spanien im Krieg? Es war die Voraussetzung für den Zugang zu Quito. Oh nein, 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 nein. Hm. Die sind immer einen Schritt voraus. Nun, da wir verbündet sind, marschieren wir vielleicht gemeinsam. Vielleicht. Doch ich bin überrascht, dass Sie eure Expedition genehmigt haben. Haben Sie denn gar keine Angst vor Schmugglern? Oh, vermutlich. Doch trotz all ihrer militärischen Macht in der Wissenschaft sind sie nicht so stark wie wir. Sie brauchen euch also. Und sie geben uns ein paar Reisebegleiter. Habt ihr Antonio de Ulloa getroffen? Wie ich höre, ist er ein Naturtalent. Noch nicht. Es wird sicher eine Vergnügung sein. Artikel 23 des Code Noir erinnern. Der das war's gut. Ausdrücklich vorschreibt, dass jeder Sklave, der seinen Herren ins Gesicht schlägt, hätte knapp werden können. Guter Haufen, meine Herren. Seine Herren ist gut zu hören. Diese Viecher sind in perfekter körperlicher Verfassung. Schnell weg hier. Dann eben noch den hier töten, der hier steht. So, und dann hier hin. Das war's. Ah, okay, ich kann jetzt schon zu ihr zurück. Machen wir es einfach mal. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Geilsten Sachen zu machen. Muss ja auch reichen. Untersuchung abgeschlossen, dann kämen wir mal zu Bastien zurück. Mal schauen, was sie diesmal wieder zu sagen hat. Ob wir wieder zweimal rein müssen, um die nächste Mission zu wissen. Das war echt komisch letztes Mal. Aber okay. Dann schauen wir mal, was sie diesmal zu sagen hat. Ach, diesmal steht es an der Bar wieder. Okay, warum leckt es gerade wieder? Ah, jetzt geht's wieder gut. Alors, was kam heraus? Eine unvorstellbare Gelegenheit.
Diese Forscher wollen unseren geliebten Königen Navigationsgeheimnisse für den Krieg liefern. Wir müssen sie kriegen. Das wäre ein großer Vorteil für die Bruderschaft und die Maroon. Wir liefern nur schreibkundige Rekruten. Der Rest erledigt sich von allein. Das war's? Nichts Neues über den Gouverneur? Das war's? Das ist doch genug. Wie viele könnten wir befreien mit diesem Wissen in unseren Händen? Alles erfordert Balance, Adwale. Um unabhängig zu werden, brauchen die Maroons Stabilität, Anonymität und Information. Das war immer meine Aufgabe. Was nun? Das dachte ich mir. Der Sturm führt euch her und ihr reist ab in einem Unwetter aus Fantasien und Gelegenheiten. Und ich bleibe zurück und kämpfe allein. Machtlos. Nein, schon bald werden sich die Maroon erheben. Erst dann reise ich ab. Ist beschlossen. Ihr seid arrogant wie ein Franzose. Blanc. Allesamt. Mehr seid ihr nicht. Bastien? Nein. Geht jetzt. Nicht gut. Haben sie anscheinend verärgert. Naja, hätte sich ein bisschen besser ausdrücken müssen. Achso. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.